Was sagst du zu Arsenal, die letzten Spiele nicht so gut? Also ohne, sagen wir mal so, ohne irgendwie Arsenal irgendwas wegnehmen zu wollen. Ich bleibe dabei, individuell ist Arsenal für mich sehr wahrscheinlich echt keine Top-3-Mannschaft in England. Rein von der individuellen Klasse. Und das merkst du jetzt halt langsam so ein bisschen. Ich will gar nicht irgendwie denen irgendwas absprechen. Ich würde mir wünschen, dass die Meister werden. Aber es ist nun mal so, finde ich, dass ich auf kurz oder lang, ob das ein halbes Jahr ist, ob das ein Jahr ist, ob es 2, 3 Jahre sind, es wird sich, man sagt immer, Geld schießt keine Tore. Ich sage, auf lange Sicht schießt Geld schon Tore. Wenn du die besten Spieler hast, ist es am wahrscheinlichsten, dass du Titel gewinnst. Hat Arsenal die besten Spieler in der Premier League? Sehe ich absolut nicht. Also da sehe ich individuell vor allem Manchester City 10-mal besser aufgestellt. Was Arsenal dieses Jahr am besten macht von allen Mannschaften ist, die treten als Team auf. Und damit kann man natürlich sehr, sehr viel wettmachen. Die haben einen guten Trainer, der die taktisch super einstellt. Die haben eine super homogene Truppe. Die arbeiten, funktionieren alle sehr, sehr gut zusammen. Und ich hoffe einfach, dass sie es über 38 Spieltage halten können. Ich meine, guck mal, einer der besten Spieler bei denen in der Hinrunde war Gabriel Jesus. Und der fällt jetzt aus. So, ein Catchy an allen Ehren, der hat es gut gemacht, aber der ist natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau von einem Gabriel Jesus. Bei weitem nicht. Ey, der ist dann reingekommen für Jesus und hat direkt 1, 2 Hütten gemacht und hat auch wirklich stark gespielt. Also gerne mal reinschreiben, ich habe jetzt nicht jedes Arsenal-Spiel geguckt, aber das, was ich von Nketiah gesehen habe, war halt echt gut. Ist ja auch noch ein junger Spieler. Aber was man bei diesen ganzen jungen Spielern nie vergessen darf, und ich versuche das auch mal so ein bisschen auf diese Dortmund-Bayern-Thematik umzumünzen. Wir haben in den letzten Jahren viel bei Dortmund immer darüber gesprochen, ja, deren Mannschaft ist zu jung, die brauchen Führungsspieler und so weiter und so fort. Und dann haben viele Leute mal als Gegenargument rausgeholt, ja, du, teilweise war aber sogar der Altersschnitt des Dortmund-Kaders höher als der des Bayern-Kaders. Das heißt, Dortmund hatte im Durchschnitt den älteren, erfahreneren Kader als Bayern München. Aber, und das ist für mich so der Punkt, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie du die Positionen, mit was für einer Hierarchie du die besetzt. Wenn du dir jetzt einfach mal Arsenal anguckst, ist ein Ödegaard Kapitän. Ich glaube, der ist jetzt 23, 24? Lass mich nicht, also, ich hoffe, ich täusche mich nicht. 23, 24? Schreib mal gerne einer rein. Jetzt 24 aus dem Bauch gesagt. Das zeigt es ja so ein bisschen. Die Kaderstruktur bei Arsenal ist halt so, dass die sehr, sehr viele junge Leute haben. Und was natürlich bei jungen Spielern super ist, ist, dass dieses unbekümmerte, befreite Aufspielen, aber, und das haben wir bei vielen jungen Spielern schon gesehen, was unterscheidet die absoluten Top-Spieler von dem Rest? Was unterscheidet Messi und Ronaldo von dem Rest? Dass sie konstant die Leistung bringen. Es gab so viele Spieler, die auch mal in einer Saison 35 Tore gemacht haben. Warum haben Messi und Ronaldo den Weltfußball über 15 Jahre dominiert? Weil sie es nicht eine Saison, nicht zwei Saisons, sondern die haben es 15 Jahre am Stück gemacht. 15 Jahre am Stück haben die auf dem absoluten Weltklasse-Niveau gespielt. So, du hast irgendwann bei Messi und Ronaldo von einer schlechten Saison geredet, wenn die nur 20 Scorer in einer Saison gemacht haben. Und das ist halt der große Unterschied. Und jetzt, um einmal den Bogen zu spannen, ich glaube, es wird bei Arsenal jetzt halt einfach noch mehr passieren, dass Spieler, junge Spieler, sei es ein Martinelli, ein Saka, ein Ödegaard, ein Ben White, ein Ramsdale, die natürlich alle schon auf einem super, super Niveau sind, dass sie auch mal 2, 3 Hängerspiele drin haben. Das ist vollkommen normal. Und das auch, und jetzt machen wir nochmal den Bogen, der Unterschied zwischen Dortmund und Bayern in den letzten Jahren. Natürlich ist die Qualität von den Bayern einfach auch nochmal eine andere. Aber bei Dortmund waren die letzten Jahre, ihr habt es ja selber gemerkt, wer waren die absoluten Leistungsträger? Das waren Sancho, das ist ein Bellingham gewesen, das ist ein Haaland gewesen und so weiter und so fort. Junge Spieler, die natürlich vielleicht vom Selbstverständnis her wie in Bellingham die Verantwortung übernehmen und übernehmen wollen, aber die einfach in der Natur der Sache, dass sie jünger sind, dass sie einfach auch diese ganz, ganz krassen Drucksituationen, dass die noch nicht erlebt haben, ist es einfach normaler, dass die halt auch mal 1, 2 Spiele durchhängen. Schau mal, beim FC Bayern München, die gewinnen 3 Spiele nicht am Stück. Natürlich ist dann, da redet man auch von einer Krise und dann fängt man auch langsam zu überlegen, oh scheiße, ist das jetzt vielleicht die Saison, wo wir es nicht packen. Du hast halt immer noch mindestens 10 Spieler im Kader, die sagen, ey Männer, ganz ehrlich, ich habe die Bundesliga schon 10-mal gewonnen, ich habe 2-mal die Champions League gewonnen, ich bin Weltmeister. Macht langsam, ruhig, ey, alles gut, ja, hast mal ein Spiel scheiße gespielt, haben wir mal 3 Spiele nicht gewonnen, wird. Und so ähnlich ist es ja auch bei Manchester City. Kann man natürlich auch in die andere Richtung argumentieren, dass man sagt, ja, die sind satt.
Aber ich glaube, dass so dieses Hierarchie und Erfahrung ist meiner Meinung nach einer der unterschätztesten Komponenten im Fußball. Weil ja, Geld schießt am Ende des Tages Tore, Qualität schießt Tore, aber eine gesunde Hierarchie, ein gesundes Selbstbewusstsein und Erfahrung im Team kann dich einfach nochmal 10-20% besser machen. Und ich hoffe einfach, dass diese junge, unbekümmerte Arsenal-Truppe, deren Vorteil es war, 20 Spieltage lang so jung und so unbekümmert zu sein, dass denen das jetzt vielleicht nicht am Ende der Saison um die Ohren fliegt. Weil sind wir uns mal einig, wenn am Ende der Saison Arsenal in die Champions League kommt und Dritter wird, ist es ja trotzdem für das, was die letzten Jahre bei denen passiert ist, eine 10 von 10 Saison. Alles super. Aber es wäre natürlich trotzdem enttäuschend, wenn du so lange auch teilweise mit 8, 9 Punkten Vorsprung auf Platz 1 bist. Ich hoffe, dass Arsenal das macht. Glaube auch an Arsenal. Würde es mir ehrlich wünschen. Aber ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, als es dann noch deutlicher aussah als jetzt, schreibt Manchester City nicht ab, weil die haben einfach echt ein paar abgewichste Hunde dabei sich im Team, die einfach auch schon im Profifußball alles gesehen haben. Ist Mittwoch City gegen Arsenal? Krass, das wusste ich gar nicht. Mittwoch City gegen Arsenal? Ernsthaft jetzt? Aber wie scheiße ist denn das gelegt? Also ist Nachholspiel okay, aber das ist ja ultra unlucky gelegt, wenn Mittwoch Champions League ist. Um wie viel Uhr ist denn das Spiel? 20:30, okay, das ist ja 10 von 10 unlucky. Was sagst du zu Elversberg? Sehr krass, dass die einfach so durchmarschieren. Ich muss aber dazu sagen, ich würde euch absolut anlügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich verfolge die dritte Liga irgendwie krass. Muss ich ganz offen und ehrlich sein. Was sagst du zu dem Hate gegenüber Union, der jetzt gerade nach dem Sieg gegen Leipzig nochmal hochgekocht ist? Was für ein Hate gegen Union, habe ich nicht mitbekommen, keine Ahnung. Also ja, ich habe irgendwie ehrlicherweise jetzt nicht ganz das verstanden hier mit Union Berlin-Hate. Also ich muss dazu sagen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, keine Ahnung, ob es so ist. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es wieder so eine Twitter-Geschichte war und dazu sage ich einfach, Twitter generell nicht so hochhängen. Das erschlägt einen manchmal so von der Reichweite, die da abgeht. Aber Twitter ist nun mal alles nur nicht repräsentativ. Das sind halt einfach immer so kleinere oder auch mal größere Bubbles, aber wenn 500 Leute auf Twitter irgendwie nach einem verlorenen Spiel oder gewonnenen Spiel mal gegen Verein XY haten, dann ist es ja einfach nicht repräsentativ. Wo siehst du Kraus Salazar in 10 Jahren? Geile Frage. Ich glaube tatsächlich, also ohne Scheiß, ich sehe Tom Kraus, Real Talk, in der deutschen Nationalmannschaft. Ich finde den überragend und das hat nichts damit zu tun, dass er bei Schalke spielt und ich irgendwie gut mit dem bin, sondern ich sehe den da wirklich, also ohne Scheiß, finde den richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist auch so ein Spieler, der der deutschen Nationalmannschaft auch gut tun könnte, weil der Typ ist halt wirklich ein brutales Zweikampfmonster, brutal auf der 6. Ich glaube immer noch, der viertbeste Zweikämpfer aktuell in Europa, in Europas Top 5 liegen, war zumindest vor 2 Wochen noch so, kann sich natürlich wieder leicht verschoben haben. Also ich finde den richtig gut und glaube tatsächlich, dass Tom Kraus in 10 Jahren einem europäischen Topclub in der Champions League spielen wird und auch in der Nationalmannschaft zumindest mit dabei ist. Ob der dann der absolute Nationalmannschaftsstammspieler wird, I don't know. Aber ich glaube, er wird auf jeden Fall mit im erweiterten Kreis sein. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Bei Salazar habe ich irgendwie das Gefühl, weil auch, glaube ich, ich glaube, seine Familie kommt aus Malaga, meine ich. Rodris Familie. Und ich könnte mir bei Rodri vorstellen, dass der früher oder später in Spanien spielt. Ich glaube, das wird auch zu seiner Spielweise passen. Aber würde mir natürlich wünschen, dass beide in 10 Jahren noch auf Schalke spielen. Muss man leider sagen, ist natürlich sehr unrealistisch.